Extrem niedrig Wasser, extrem. So wenig Wasser habe ich schon lange gesehen in der Donau. Wahnsinn, Anglerhalle unterwegs. Und natürlich auch ordentlicher Wind. Ha, da hat sich der Biber zu schaffen gemacht, das schauen wir uns gleich an. Biberrutsche, und wo führt die hin? Da macht er brav seine Arbeit, der Biber. Da herüben auch alles frisch angenockt. Der braucht auch nicht mehr lang. Der hat sich schon da oben angelernt. Ja, servus die Madel und grüß euch die Buben. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Es ist da extremer Wind herunten. Wie ihr gesehen habt, bin ich eher an der Donau. Ich bin da extra hergefallen, weil es so extrem niedrig Wasser ist. Und will man das da vier ein bisschen anschauen. Ja, und schauen wir mal, was wir sehen und wie weit wir durchkommen. Ob wir über die kleine Furt drüber kommen, ich denke schon. Aber schauen wir es erst dann eher an. Gehen wir mal. Ja, so Bilder sieht man normal nie. Das ist gewaltig. Und ich habe mir schon gedacht, ich gehe auf der Bank da vier. Da habe ich aber Glück gehabt, dass ich es nicht gemacht habe, weil da hätte ich müssen ein bisschen schwimmen. Wird wahrscheinlich auch nicht tief sein, aber ja, Donaubrücken, da gehen wir jetzt einmal vier. Ich möchte schauen, wie weit wir davon jetzt heute kommen. Echt beeindruckend, wie gesagt, das sieht man nicht sehr oft. Da am Land sieht man, das ist richtig klar, rein. Sandstrand. Und wenn man sich das anschaut, wie hoch da das Angeschwemmte alles umherum steht und schaut, wie hoch die Donau ist, dann weiß man, das ist extrem nieder. Ah, da drinnen, grüß euch, steht normal Wasser bis zum Gehnimmer. Alles leer. Und den hat sich der Biber schon umgelegt. Da wird schon festgenockt da unten dann. So, das ist auch einer der Gründe, warum ich da bin. Ich habe nämlich gehört, die Brücke ist saniert worden, genau da oben in dem Bereich. Und da hinten diese Stirnaufgang soll weggenommen werden. Aber da heute der Feiertag ist, können wir da ruhig vorbeigehen. Ja, Stirnaufgang gesperrt. Und wenn man da schaut, sieht man da hervor, das ist wirklich schon desolat. Und da oben haben sie schon die Stickel weggenommen. Jetzt wird die wahrscheinlich bald komplett fallen. Da ist noch Wasser drin. Schauen wir sie. Da oben sitzt der Reiher. Ja, da hat sich schon ein Gewehr drüber gelegt. Wie man sieht, da hinten ist da noch ein bisschen Wasser drin. Schön. Ja, wir werden da jetzt irgendwo hundrisch durchkraxeln, schätze ich mal. 3 Wochen später. Ja, gut, ich bin durch. Wie ich gazellenartig hier durchgerochen bin, habe ich lieber enthalte euch. Ist gescheiter. Sonst bricht es mir noch in Lachen aus. Ja, da schaut es auf alle Fälle gut aus. Da kommen wir auf alle Fälle noch weiter. Ja, da vis-à-vis haben wir meinen Stapel vom Hausberg. Der zieht sich bis da hintere, mein Hausbergerl. Und dann natürlich auch noch so entlang. Da hinten haben wir einen Schlossberg, da waren wir auch schon. Ein Video kann ich euch dazu verlinken. Und da haben wir da hinten noch im Brandsberg, da waren wir auch schon. Ein Video davon kann ich euch auch einblenden. Ja, auf alle Fälle komme ich jetzt zu den Stickeln, wo die Renaturierung angefangen hat. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir da durchkommen, wie das jetzt ausschaut, aber wir werden es gleich sehen.
Ja, ich glaube, wir haben einen Klick. Da vorne haben wir einen Übergang, da gehen wir um. Da hat sie sich aufgestaut. Und ich glaube, über den wilden Rinnsal komme ich da glatt drüber. Ich werde mir mein Bestes geben. Schauen wir mal, ob ich es schaffe, ohne einzusteigen. Da ist sie nicht ausgegangen. Bin trotzdem eingestiegen. Ja, so wie es ausschaut, ist da hinten der nicht mal mit der Donau verbunden, da werden wir wahrscheinlich nicht mehr drüber kommen. Aber bis dorthin schauen wir auf alle Fälle. So weit war ich schon lange nicht. Schön ausgeschwappte Wurzel. Da links ordentliche Uschis. Kann natürlich sein, dass da noch Fische drin sind, die was nicht mehr zurückgekommen haben. Rückweg abgeschnitten worden ist. So, jetzt sind wir gleich mehr. Ja, so wie es ausschaut, komme ich da nicht um, wo ich hin hätte wollen. Ich könnte jetzt eigentlich nur da hintere, aber gut, ja. Wäre jetzt eher nicht tun. Wahrscheinlich ein Rückzugsgebiet für die Viecher. Würde ich es auch gar nicht stehen. Ja, mache mich schon langsam wieder auf den Rückweg und suchen wir dann irgendwo noch einen Platz und dann machen wir noch einen Kaffee in Ruhe. Schöne Gegend und plättelt. Ja, da habt ihr einen ordentlichen Haufen, steiner Haufen. Org. Jetzt ein bisschen abseits gegangen. Viech ohne Ende. Man denkt, ich finde da war Platz auf den Kaffee. Boah, da wurlt's. Das ist Action. Ja, Tausende, du musst aufpassen, dass das nicht frisst. Ja, man denkt, ich kann mir da in Ruhe wo einen Kaffee machen. Aber da sind so viele Mucken, die hätte ich alle im Kaffee drinnen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich schon gefressen habe. Auf alle Fälle bin ich da jetzt wieder herunten. Okay, gehen wir ein Stück zurück und dann suche ich mir hinten ein schönes Platz. Geht ja ein bisschen in den Wald heute rein. Ah, da steht ein Schüler. Okay, ich glaube, das muss ich vorher irgendwo übersehen haben. Ja, so wie das ausschaut, geht das da oben, aber nicht dorthin. So interpretiere ich es halt einmal, aber ich bin eh wieder retour. Ja, Riesentrumpfeder, keine Ahnung, wenn die gehört. Das dürfte auf alle Fälle eine Rehspur sein. So, wie ihr seht hinter mir, die Barriere ist überwunden. Diesmal bin ich drüber gesprungen. Wir tote Gazellen natürlich unten durchgerollt. Aber gehört dazu. So, beginnen wir so wieder auf verbotenes Terrain. Und dann sind wir durch. Ja, obwohl heute der Feiertag ist. Wir haben es jetzt 11:45. Ich war ja schon um 10 Uhr da. Ist natürlich nichts los gewesen. Oder Hölling noch dazu. Werden viele am Friedhof sein. Und ist jetzt Nachmittag, ist da die Hölle los. Ja, auf alle Fälle. Ein Platzl suchen wir sich noch. Ob ich da in den Wald dann reingehe. Oder da neben die Donau, wo es windig ist, weiß ich noch nicht. Jo Freunde, ich werde mich da jetzt in die Büsche schlagen noch auf meinen Kaffee, den hole ich mir noch schnell. Dann werde ich heimfahren, brauche ich aber nicht mehr mitzahlen extra. Wenn man einen Kaffee macht und trinkt, wisst sowieso. Ich werde mich gleich da von euch verabschieden. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch, die Buben.